Live aus Mallorca, Wetten, dass wir haben das Triple. Sommer, Sonne, sensationelle Gäste. Michael Ballack, Amy McDonald, Franziska von Almsig, Dieter Bohlen, Merzat Marashi und Mark Medlock, Cindy aus Marzahn und Rick Kevanian, Peter Maffay, Kenan und David Bisbal, Nicole und Lionel Richie. Hier ist der Sommer. Machen Sie sich bereit für das spektakulärste Show-Event Europas. Feiern Sie zusammen mit 10.000 Zuschauern in der Stierkampf-Arena von Palma de Mallorca die größte Party des Jahres. Lassen Sie sich verzaubern von einer spanischen Nacht. Ihr Urlaub beginnt jetzt. Viva España! Und hier ist das Feierbiest des ZDF, der Matador der Showarena, Thomas Gottschalk. Ich begrüße Sie in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Dankeschön, danke. So, hoppala, hoppala. Schon wieder im Rückwärtsgang hier. Danke, danke. Also, Sie haben es gehört, spanische Nacht. Ich bin Ihr Don Quixote, das ist meine Rosinante. Und dann fehlt uns nur noch unser Sancho Panza. Hier ist Michel Hunziker. Michel. Thomas. Guten Abend. Dankeschön. Gracias, conquistadores. Hasta mañana. Und, hasta luego. Warum ich auf einem Esel? Du, wir haben uns hier vor einem Jahr getroffen. Und wenn die sich auch ineinander verlieben, dann gibt es nächstes Jahr ein wunderbares Maultier hier. Ja, stimmt. Und, ein Jahr her ist es. Es war ein fantastisches Jahr mit dir. Eine echte Moderationsliebe. Vielen danke, Dank. Danke, bevor der Esel zusammenbricht. Danke. Steig erst wollen du wir ab. Mal absteigen? Steig du ab, dann gucken die Leute auf dich. Dann sieht keiner wie ich hier. Hoppala. Okay, Toni. Ja, ja, hopp. So. Oh Gott, das bin ich. So. Bravo, Toni. Dankeschön. Okay. Ja. Stierkampf-Arena. Was für eine Erinnerung. Vielleicht, bevor wir anfangen, vielleicht können wir Ihnen mal diese Reisegruppe hier zeigen. Noch einmal rum, noch einmal rum, da können wir allen Grüß Gott sagen. So, ja. Also, es wird heute Abend immer wieder passieren, dass Sie merken, dass nicht nur wir beide unterwegs sind. Wir haben die zwar sandfarben angezogen und Sie hoffen, die sind unsichtbar, aber Sie werden es nicht den ganzen Abend bleiben. Und Sie wissen ja, also ich bin hier der Arena-Arzt. Du siehst fantastisch aus, Thomas. Ja. So richtig so ein bisschen Mallorquino. Absolut. Un poquito español. Ich hätte auch noch für dich einen Schal gehabt. Ah ja? Ja, aber das hätten einige sehr bedauert. Michelle, okay, nehm Thomas, Platz. Ich lasse dich sofort alleine, weil ich muss mich um meine Kandidaten kümmern. Die sind jetzt ganz aufgeregt, aber ich freue mich auf die Sendung und auf die Wetten. Ach, ab. So. Ja, also, Sie erinnern sich, es war in der Tat hier.
Sie kommt wieder. Keine Angst, sie kommt wieder. Ja, vor einem Jahr war es ja, sie soll das jetzt gar nicht hören, als sie an diesem Pool standen, wir, ich kann mich gar nicht mehr an die Wette erinnern, habe ich gedacht, nee, also mit Michelle könnte das Ganze noch ein bisschen blonder werden. Und wir haben uns dann natürlich sofort darauf geeinigt, in der nächsten Staffel ist sie dabei. Und ich glaube, hat der Veranstaltung gut getan, oder? Ja. Es gibt allerdings Themen, von denen Michelle gar nichts versteht und ich wenig. Ein solches kommt jetzt, aber es geht auch gar nicht um ein sportliches Thema, sondern jetzt geht es um ein ganz menschliches Thema. Also ganz Deutschland ist zusammengezuckt, als einem Mann ins Knie getreten wurde. Und ich muss sagen, es ist zum ersten Mal so, dass ich einen Gast lieber woanders sehen würde als bei mir. Trotzdem freue ich mich, dass er gekommen ist. Er hätte wahrscheinlich allen Grund gehabt, sich zu Hause einzuschließen. Er hat gesagt, nein, ich bin heute Abend da. Begrüßen Sie mit mir Michael Ballack. Standing Ovations hast du dir wahrscheinlich mit 70 gewünscht, dass es jetzt schon passieren würde. Konnte man nicht ahnen. Und für mich ist natürlich wie für viele, viele andere, die das miterlebt haben, die Frage, wie sieht's in dir aus? Hast du dich abgefunden? Kann man sich mit sowas nicht abfinden? Hast du es noch gar nicht begriffen oder hoffst du noch auf ein Wunder? Ja, auf ein Wunder hoffe ich nicht mehr. Erstmal vielen Dank für den netten Empfang. Es gibt natürlich. Vielen Dank. Wasser? Ja, danke. Nee, das baut natürlich auf und es gibt mir natürlich gleich wieder Motivation, die Verletzung so schnell wie möglich hinter mir zu lassen und wieder anzugreifen. Na, ein Wunder wird wahrscheinlich nicht passieren. Also die WM ist. Versuchen wir es. Lieber Gott, du hast doch mit deinem Laden einen solchen Ärger gehabt. Jetzt kannst du was gut machen. Guck auf dieses Knie. Du musst da nicht mal durch die Decke gucken. Man sieht, dass du keine Ahnung vom Fußball hast, weil es ist nicht das Knie, es ist der Fuß. Ja. Der liebe Gott weiß es. Ich wusste es nicht. Aber dieser Fuß. Also, lieber Gott, du hast jetzt genau 2 Stunden Zeit. Ganz Deutschland glaubt ab nächsten Sonntag wieder, wenn jetzt was passiert. Aber es gibt da sicher auch Ärzte, die sagen, verlass dich nicht auf den lieben Gott, ich kann das auch. Gab es denn Angebote von Wunderheilern, von echten Ärzten, von irgendwelchen Zaubermännern, die gesagt haben, ich krieg das wieder hin? Ja, die gab es zur Genüge. Ich denke mal, ich habe einen fantastischen Arzt, nicht nur ich, sondern denke ich die ganze Nationalmannschaft und viele andere Sportler auch, dem ich vertraue, dem ich seit vielen Jahren vertraue. Und ich sage mal, wenn ein Band gerissen ist oder ein Knochen gebrochen ist, da kann man nicht viel machen, da muss man einfach der Natur sich beugen und das ausheilen lassen und demzufolge gibt es da wenig Chancen, das in einem kürzeren Zeitraum zu schaffen, also das ist nicht ja, möglich. Nun bist du ja nicht vom Bahnsteig gekippt, sondern das ist dir ja zugefügt worden. Ist da Wut, ist da für einen Moment auch Hass, dass dir ein Moment, auf den du dich jahrelang gefreut hast, einfach weggetreten wurde? Ja, es ist Sport, ne? Damit leben wir tagtäglich als Fußballer. Das kann uns jeden Tag im Training passieren oder im Spiel.
Und jetzt ist es natürlich zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt passiert. Natürlich hat man Frust oder Ärger, das über